Die ganze Familie machte sich am Abend auf den Weg zur Kirche. Es war oft ein beschwerlicher Gang durch den hohen Schnee. Manchmal dauerte der Hin- und Rückweg mehrere Stunden. Bevor man losging, wurde der Mettenstock ins Feuer gelegt, ein extra großer Holzstock, der eigens für die heilige Nacht aufgehoben wurde. Er musste das Feuer ja stundenlang am Brennen halten, bis alle wieder zu Hause waren. Nach der Rückkehr von der Christmette wärmten sich die verfrorenen und hungrigen Kirchgänger daheim mit der vorbereiteten Mettensuppe auf, in der Blut und Leberwürste gekocht wurden. Am letzten Adventssonntag, mancherorts auch erst am Heiligen Abend, werden in den Stuben und vielen Kirchen und Klöstern die Weihnachtskrippen aufgestellt. Die Figuren für das Krippel, wie es in Bayern heißt, haben sich oft seit Generationen in einer Familie vererbt. Früher wurden sie in Südtirol, aber auch in der Oberpfalz und anderen ärmeren Regionen während der Winterzeit in Heimarbeit geschnitzt. Jede Familie baute ihre Krippe anders auf. In früherer Zeit war es Brauch, dass die kleinen Kinder an jedem Adventsabend, wenn sie tagsüber folgsam gewesen sind, einen Strohhalm in die Krippe legen durften, um dem Christkind die Liegestatt zu bereiten. Thank you.
Christbaum meiner frühen Kindheit stand immer in unserem Spielraum. Wohnzimmer, sagt man heute. Ein Bekannter namens Josef brachte ihn Jahr für Jahr ins Haus, klagte jedes Mal über den Mangel an geeigneten Bäumchen, nahm das Geld in Empfang und erzählte bei einem Kräuterlikör, dass er selbst als junger Bursche die stolzen Frankenwaldtannen im Vorgeklettert sei, wie ein Eichhörnchen, um die schönsten Spitzen abzusehen. Das Schmücken des Baumes war ausschließlich Sache meiner Eltern. Meine Mutter ging dermaßen akkurat zu Werke, dass sie sogar die Lametta-Fäden des Vorjahres immer wieder ausrückelte. Um mir die lange Zeit des Wartens zu verkürzen, ging ich alljährlich während dieser langweiligen Prozedur die Treppe hinab in die schmale Küche meiner Großmutter, die ihr Fichtenspitzler bereits geputzt hatte. Mir kam es immer so vor, als stammen ihr Bäumchen noch vom vorigen Jahr. Es trug die gleichen dunklen Glaskugeln an den gleichen Stellen. Die Stunde vor dem heiligen Abend im Stübchen meiner Großmutter gestaltete sich jedes Mal zu einer ebenso schlichten wie eindrucksvollen Vorfeier, die ich zeitlebens nicht vergessen habe. Großmutter machte es sich auf dem Kanapee gemütlich und faltete ihre krummen, abgearbeiteten Finger andächtig ineinander. Vor mir lag die geöffnete Bibel, aus der ich die Weihnachtsgeschichte nach Lukas laut und langsam vorlesen durfte. Ich tat es gern, zumal sich meine Lesefertigkeit von Jahr zu Jahr steigerte. Am Schluss meiner Predigt sagte Großmutter nach kurzer Besinnung: So, jetzt trinken wir ein Stammerl. Trotz meines kindlichen Alters durfte ich ein Gläschen Likör trinken und einen Milchkuchen dazu verzehren. Das war für mich wie ein Festmahl. Bei einbrechender Dunkelheit zündete Großmutter einige Kerzen auf dem Christbaum an und erzählte aus vergangenen Tagen. Ihre Lieblingsgeschichten stammten aus den 12 Nächten oder Rauhnächten vom heiligen Abend bis zum Obersten, dem Abend vor dem Dreikönigstag. Voller Spannung lauschte ich der fast 80-Jährigen, wenn sie vom Kreuzweg horchten oder vom Bleigießen berichtete. Mit zunehmendem Alter spürte ich, dass um diese Zeit der Jahreswende schon immer gute und böse Geister am Werk waren, dass alles Losen einem Hineinhorchen, Hineinlauschen in eine völlig ungewisse Zukunft gleichkam. Wenn die Spielzeugtrompete im Haus ertönte, rannte ich erwartungsvoll zu meinen Eltern hinauf, denn die Bescherung begann. Die Geschenke waren immer sehr schlicht, manchmal nur mit Farbe etwas aufpoliert, doch im Schein der Christbaumkerzen lag alles wie verklärt vor meinen Augen. Am Christbaum schwebten Engel als Pappfiguren und verkündeten auf ihren Spruchbändern: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Ganz oben aber krönte eine wundersame Spitze unseren Abend. Nach leidvollen Kriegsjahren stellten wir keinen Christbaum mehr auf. Nur ein Strauß von Tannenzweigen schmückte die Fensterecke. Darunter stand ein Bild meines gefallenen Vaters. Vorbei war die Zeit der erzählenden Figuren im grünen Gezweige. Vorbei der zarte Klang von der Christbaumspitze. Nur ein einziger Spruch kündete von der unvergänglichen Botschaft: Er ist unser Friede. Tränen fielen auf die mit Sternen bestickte Decke unter dem Tannenstrauß.
Der Schmuck des Weihnachtsbaumes vergangener Jahre lag eine Staub bedeckt in Schachteln auf dem Dachboden. Es kamen die Jahre des mühevollen Wiederaufbaus. Die Christbäume zeigten ein neues, verändertes Bild. Große, farbige Glaskugeln hingen an den Zweigen. Glitzerketten schwangen sich rundum von Ast zu Ast. In herrlichen Farben erstrahlte der Baum, als wollte er die Fülle, den wachsenden Wohlstand repräsentieren. Da war kein Platz und kein Gespür mehr für zierliche Zapfen, Glöckchen, Waldtiere und vergoldete Nüsse. Auch die Engel waren verbannt, das Glück schien auf Erden zu ruhen. Nur noch eine einzige Drehung und schon zauberten elektrische Kerzen einen neuen, aber kalten Glanz herbei. Es wurde zwar alles mehr, bunter, fülliger, aber es mangelte an wirklichem Erleben, an Wärme, an kindlich gläubig Aufnehmen der Botschaft, euch ist ein Kind geboren. Wir waren ja so stolz geworden, so hoch über allem stehend, die trügerische Nachricht von der Machbarkeit aller Dinge drang in unsere Herzen. Die Kunde von der Geburt des Heilands hatten wir schon längst zur bloßen Dekoration umfunktioniert. Und heute, nach mehr als zwei Jahrtausenden, Lichterketten überspannen die Straßen der Städte. Kaum ein Geschäft, ein Kaufhaus, ein öffentliches Gebäude, das keinen Weihnachtsbaum aufzuweisen hätte. Unzählige elektrisch beleuchtete Nadelbäume stehen in den Vorgärten moderner Wohnsiedlungen. Wir haben Weihnachten vermarktet, doch im gleichen Maße steigt der Wunsch, das Fest im kleinen oder größeren Rahmen zu feiern. Aber das Feiern gelingt uns nicht, weil wir das Wunder aus der Mitte unseres Denkens und Fühlens verbannt haben. Man spürt es. Irgendetwas fehlt. Die Liebe, die Wärme des Herzens, das Glück des einfachen Lebens oder die Sicherheit im Kampf um die eigene Existenz. Was verkündete doch einst der Engel in der Spitze des Christbaums? Euch ist heute der Heiland geboren. Vielleicht haben wir diese Botschaft aus unserem Leben verdrängt. Thank you.
die Reiten sind mit dem Auto meist, so um die Feier noch ein bisschen auf der Rast. Dann brauchen sie auch zum Wünschen nichts geben und trotzdem kommen die Armen leicht leben. Wie es duster war, ist schlecht, immer verschulden, aus dem Hof ins Schüttler ihr Baumarkt zu holen. Es war immer ein Spitzler vor einem Fichtenbaum. Und dass es vom Christkindler war, das musste ich halt glauben. Es war auf dem Tisch gestanden, hinten im Eck. Da nahm es halt vom Kichler am Platz weiter weg. An der Wand war ein schöner Papierengel gehängt. Der hat geschaut, wie wenn er eine Botschaft uns bringt. A jeder Ast und jeder Zweig hat seine Glaskugeln gekriegt, die waren jedes Jahr gleich. Gerade deswegen waren sie immer wieder schön. Ich wollte gar nicht rauf zu meinen Eltern gehen. Die haben inzwischen einen Christbaum geschmückt, aber mit Schneegips ist meistens nicht recht geglückt. Da gab es Streit oft und manchmal eine Sauerei, doch auch die Zeremonie ging schließlich vorbei. Und halt ganz schön war es noch abends in der Kirche. Da musste man sich immer zwischen die Leute durchleiten. Die Glocken, die Orgel, die Lichter überall. Der Herr Pfarrer, das Geigspiel, der Weihnachtschoral. Das hat mich so richtig in Stimmung gebracht. Und wir Jungen haben natürlich dauernd gedacht, wird das Alter Zeug unterm Christbaum liegen? Wenn man heuer vielleicht was Meister zu kriegen? Kaum. Da hat das Gänzler bezwungen, da ist er schon die Trompeten erklungen. Wir sind ins Wohnstübler übermarschiert, das war ganz wunderbar ausstaffiert. Am Weihnachtsbaum haben die Kerzen gebrennt und auf der Spitze sind weiter gebrennt. Es war mir, als wäre ein Brunnen geschehen. Ich konnte gar nicht alles auf einmal sehen. Und wie die Lichter aller so scheinen, da musste die Großmutter immer ein wenig kriegen. Die Geschenke waren freilich, einfach und schlicht. Manchmal uralt, bloß ein wenig zusammengelegt. Ein Biergarten mit einem Streichholzverzaun und die Holzeisenbahn kenne ich noch ganz genau. Später hat dann eine Dampfmaschine gerattert. Und beim Nachbarn der elektrische Motorlauf geknattert. Naja, wenn alle Geschenke gründlich betrachtet, dann haben wir Schiebsummen, die stiller Nacht. Einmal mussten wir uns alle unter Baum stellen und ich soll bald mit der Geige dazu spielen. Da sagt meine Mutter, es wollen nicht recht klingen, gerne aufhören, wir wollen lieber nur singen. Und weil wir halt auch von einem großen Sänger kaum die Schänzlermusik aus dem Volksempfänger. Großer Wünsch hat es nicht gegeben, das war nicht wie heute. Und gerade deswegen haben sich die Leute mehr gefreut. Vielleicht denkst du, bei uns ist fast auch noch so. Noch ist ja in Ordnung, dann sei doch froh. Denn das Ahnung, das darfst du mir leider nicht glauben. Es sind nicht die Geschenke. Es ist nicht der Baum, nicht die Goldstücke machen es, nicht einmal die Kerzen. Weihnachten, das musst du erleben, mit dem Herzen. Thank you.
In unseres Adventskonzertes möchte ich ein ganz herzliches Verhältnis sagen. Es ist beeindruckend, wie viel Saiten heute vorne zum Klingen gebracht wurden, wie viele Instrumente erklungen sind. Und auch hier im Kirchenschiff, bei uns, den Zuhörenden, sind heute manche Saiten zum Klingen gekommen, die zum Advent ganz einfach dazugehören. Die Ruhe, Besinnlichkeit. Und bei manchen Kopfnicken hat man gemerkt, jawohl, sowas früher wirklich nach dieser guten alten Zeit, nach der guten alten Art, Advent und Weihnachten zu feiern, das sehnen wir uns doch ein bisschen zurück. Advent und Weihnachten, da will ja Gott etwas bei uns zum Klingen bringen. Ich meine jetzt nicht das Geld in den Kassen, das ist die Geschäftsleute freilich zu bringen. Ich meine auch nicht den Tinnitus in den Ohren, der klingen soll, weil man so viel zu tun hat, so leicht in Hektik gerät, beim Geschenken kaufen und bei allem, was noch zu erledigen ist. Ich meine, dass in uns zum Klingen kommen darf, was Gott uns an Weihnachten vor 2000 Jahren geschenkt hat. Die Botschaft von Frieden, die Botschaft von der Freude, das Glaube, Hoffnung und Liebe zu allen Zeiten bei den Menschen ihren Platz haben dürfen. Das alles, das will Gott bei uns zum Klingen bringen in dieser Advents- und Weihnachtszeit. Und ich würde mir wünschen, dass dies alles nicht nur in diesen Tagen und Weihnachten in uns klingt, sondern dass Gott uns viel mehr zum Klingen bringen darf, auch unter den Jahren. Denn wir wissen, welche Werte unsere Zeit bestimmen, wie groß der Egoismus geworden ist, wie wenig Menschen auf sich Acht geben, wie viel Spaltung und Trennung es gibt. Aber das, was Gott an Weihnachten uns schenken will, wenn wir das nachklingen lassen wie uns das ganze Jahr über, das würde wirklich den Menschen eine friedvolle Zukunft geben. So sage ich noch einmal vorwärts mit Herrn Kapitän an der Orgel, dass er uns bei den Chorälen begleitet hat. Ich sage uns im Vierklang ein ganz herzliches Dankeschön. Kommen Sie gut wieder heim und behalten Sie uns im Norden Bayerns in guter Erinnerung und kommen Sie mal wieder und erfreuen uns mit Ihrem Sinn. Und ich sage dem Stefan Wieling ein herzliches Dankeschön. Er ist ja der Motor des Ganzen, die gute Seele, der schafft es ja immer wieder, uns Texte herauszusuchen und Gruppen zu finden, die uns zu Herzen gehen. Da bringt er manchmal mehr zusammen als so ein Mann. Ihnen allen wünsche ich eine gute und gesegnete Adventszeit. Und bevor wir das letzte Stück miteinander hören, erlauben Sie mir, dass ich Ihnen den Segen in den Advent mit hineinbringe. Der Herr sei mit euch. Die Gnade seines reichen Segens schenke ich euch und allen, die euch im Herzen verbunden sind, der dreieinige Gott, Vater und den Sohn, der Heilige Geist. Lobt sei Jesus Christus. Hören wir noch spielen. Still, O Himmel, still, O Erde, Jesus, Jesus.